Boost. Willkommen zurück zu einem neuen Baldur's Gate 3 One. So sieht's aus. Wir verbringen weitere glorreiche Stunden in Baldur's Gate. Und wir spielen diesmal Dunkles Verlangen. Ich versuche mal einen bösen Run einmal drauf und einmal böse sein, einmal die Guten abschlachten, mich den Bösen anschließen, auch manche Bösen abschlachten. Mal schauen, wie weit ich damit komme und wann ich aufhöre, böse zu sein. Ich kann wahrscheinlich nicht lange böse sein und werde dann irgendwann einfach anfangen, die Seitenzwecke sollen doch gut werden. Mal schauen. Okay, Herkunft Dunkles Verlangen, das nehmen wir auf jeden Fall schon mal. Bis auf einen blutgetränkten Pfad hast du keine Erinnerung an deine Vergangenheit. Im Laufe der Zeit spürst du immer wieder deinen Wunsch, unvorstellbare Grausamkeiten zu begehen. Wo kommen diese Gedanken nur her? Also wir haben irgendwie, so wie ich das verstanden habe, haben wir im Gegensatz zu den anderen Spielen eine Vergangenheit als irgendein Wesen, was uns beseelt und uns Gedanken einbringt, dass wir doch dem müssen wir widerstehen oder halt eben nicht, dass wir böse werden oder halt nicht, dass wir Welte morden oder nicht. Das werden wir mal sehen. Einführung werden wir gleich mal spielen. Aber erstmal müssen wir hier entscheiden, welche Klasse und welches Volk wir nehmen. Standard wäre hier wahrscheinlich der Drachenblütiger. Tiefling würde allerdings würde auch irgendwie passen. Ein Dwarf wäre mal was. Dann, wenn wir schon einen bösen Charakter spielen, sollten wir vielleicht mal einen Untergrundcharakter nehmen. Ein Zwerg, ich wäre auch dafür, mal ein Zwerg zu spielen. Noch unentschlossen. Genom. Yankee. Ein Halbock wäre natürlich auch, das wäre auch sehr passend. Klasse wird dann noch das Spaßigste. Du Ärger, oder wie das schon wird, Jürger. Schildzwerg. Eins von den heimlichen Gedanken schön und versklavten, die du, Jürger, ihre Freiheit mit rigorosem Pragmatismus, ein kaltes Verhalten und ihre Verstohlenheit sind im gesamten Unterricht bekannt. Wir spielen einfach einen normalen Zwerg, Goldzwerg und einen Schildzwerg. Was haben wir bei Drow? Lolf ergebene Drow. Sildarin Drow sind ganz Fionen auf der Suche nach Verbündeten. Auf keinen Fall. Aus dem Kult. An ihren rechten roten Augen. Smotus Tiefling, Mephistopheles Tiefling, Zaria Tiefling. Klasse Zauberer hast du gerade gemacht. Standmäßig. Hexmeister wäre natürlich auch was. Paladin passt natürlich da zu dem bösen Rand und natürlich gar nicht. Schurke. Ja, ich bin am überlegen, ob ich da Schurke nehme. Schurke oder Barbar. Barbar wäre natürlich auch zum Töten drauf. Ein Zwergenbarbar wäre mal. Wir haben auch noch die Möglichkeit später zu
zu wechseln. Der Barbarer Schurke beides zu klassen. Mit Heimlichkeit, Geschick und hervorragenden Reflexen behalten Schurken in fast allen Situationen die Oberhand. Ein Schurkenzwerg, ich weiß nicht. Heimlichkeit und Geschick bei einem Zwerg. Gucken wir hier ein bisschen auf die Werte. Stärke das Beste, das Geschick das Beste. Also ich sehe mich erst am Anfang erstmal als Barbar, wenn wir wirklich erstmal abschlachten wollen, dann ist da der Barbar das Ding. Und Schurke wäre auch so ein Ding. Von hinten anschleichen und das ist zu einem dunklen, finsteren. Nur da wäre auch was. Eine echte Rüstung, Akrobatik. Ich würde sagen. Ich würde auf jeden Fall. Multiclass Schurke und Barbar nehmen. Und mit wem fangen wir an? Ja, Geschick, ich meine, der Barbar hat ja Geschick schon. Geschicklichkeit schon auf 13. Das heißt, da den Schurken noch auszugleichen, da das auf die 17 hochzukriegen, ist machbar. Die Stärke hier auf die 17 hoch zu. Also ich würde wahrscheinlich erstmal mit Barbar anfangen und dann später Schurken noch dazu leveln. Ein paar Schurken Sachen mitmachen. Das ist glaube ich das Beste. Zwerg, Fuchs, Unterarzt. Und Unterarzt, genau. Unterarzt. Wann du ja gar. Links so ein typischer Kurzzwerg. Schildzwerg. Große Verluste in Kriegen gegen Goblins und Orks haben diese Zwerge zynisch werden lassen. Sie würden alles erdulden, um ihre angestammte Heimat dann zurückzugewinnen. Die Zwerge sind für Zuversicht und ihre Schafsgespür bekannt. In ihrem tiefen Reich stehen die Familie, Bräuche und Handwerkskunst über allem. Die Zwerge. Natürlich kriegt die gleich noch ein Bart. Gehen wir noch ein Glück, noch ein Duel gar mit. Tellerhaus machen. Ja.
Dann wird es immer zu wild. Wir gucken mal. Ich habe den Charakter, den ich für die Wächterzwerge gestaltet habe beim ersten Durchlauf, zu sehr gemocht. Deswegen nehmen wir das wahrscheinlich auch mal wieder. Ja, ich nehme Lurebüre, egal. Das ist von unermeidlichen Gedankenschindern, das passt. Gedankenschindern fast nervt. Überlegene dunkle Sicht, ja, das passt. Belastbarkeit. Konstitution, Weisheit 12. Das sind Grad. Aussehen bearbeiten. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Be wary. This place is trapped. It's opened. More of those wretched things. There's magic keeping this chest. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Be wary. This place is trapped. It's opened. I wonder what's back there. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. Where to next? What was that? Let's hope the locals are friendly. Hells, something just woke up down here. Be wary. It's opened. I wonder what's back there. More of those wretched things. There's magic keeping this chest sealed. This is good. I can feel its aura. Im Gesicht. Was wir als erstes machen müssen. Sieht den Grün echt komisch aus. Flauschigen Bart. Schwarze Haare, weiß ich nicht. Purpurgrau. Wie kann ich das anpassen? Ja, das wäre auch was. Highlight. Mit roten Strähnchen im Haar. Das rote Haare, das wir wieder. Blutrot. Nur so leicht. Das ist was so ein leichter. Ein leichter Bart.
Ja, wird jetzt interessant. Noch jetzt klar zu machen. Der finde ich den am besten. Ich habe Schnabel. Habe Gesicht verbrannt. Die klassische Witcher-Narbe. Oha. Ach, das ist die Reife wieder, wie alt sie war. Sind nicht die Narbe. Eigentlich kann man auf die Hautfarbe gestalten. Ach, große Güte. Kann man so ein helleres machen? Rassismus gegenüber Zwergen. Ja, ich glaube, die Narbe hatten wir schon beim Baden. Ich glaube, da aus unerklärlichen Gründen. Ja, irgendeine Narbe würde ich schon mit reinnehmen. Die blutige Gefangenheit. Halbes Gesicht zerstört. Und würde zum Baden passen. Ach du Schande. Weitermachen. Where to next? Die Haare passt noch schon fast. Echt zugesittet. Haare müssen noch wilder. Wunderbaren. Gesichtstattoo. Wäre passend. Etwas so die gute Hälfte und die böse Hälfte.
Die gute Hälfte wurde verletzt. Ja, hat was. Unterwerfer schalten. Silberkaler dunkle Monde. Festigte Sterne. Ja. Dann nehmen wir wieder zwei. Halten wir das bei. Ein Auge rot auf der Seite. Flamme rot. Die andere Seite hin. Tiefes Blau. Blau und Rot. Irgendwie unscheinbar, würde ich fast sagen, wo es die hellere Farbe ist. Wow, fast schon furchteinflößend. Nehme ich. Schminkstil. Blutrot. Nee, dann schwarz. Nicht, dass dann wieder wie in Skyrim, oh, du siehst krank aus. Jo, nehme ich. Lippentönung. Schwarze Lippen. Gefällt mir schon ziemlich sehr. Auch passende Haare. Oh Gott, nein. Wildere Haare wären auch nicht schlecht.
schwere Entscheidung hier. Oh ja, der Zopf hinten. Etwas. Auf gar keinen Fall. Definitiv nein. Vielleicht. Ja, mit Glatze wäre das auch was. Könnte man überlegen. Das hat jetzt so ein bisschen was hier von God of War. Ach du Scheiße. Nein. Nicht die Frisur. Ist brav. Frisur können wir später noch ändern, aber. Am Anfang irgendwas. Das sieht ja fast zu wild aus. Ja. Schöne Kurzhaarfrisur. Hat irgendwas. Und die Gelfrisur. Die Wasserschule, genau. Das meine ich. Hätte was. Orchesterflügel. Verdrehte Bosheit heißt dieser. Die Frisur. Die Frisur. Und dann wegen dem Namen sollten wir es nehmen. Nee. Auf keinen Fall. Stunden später. Ja, sehe ich. Müder Bandit. Tapferes Herz. Weißt du was, das nehme ich. Ein bisschen noch gut Färbung, ja, das passt auch. Pink, oh Gott, nein. Oha, grau. Und noch ein bisschen Grau reinbringen. So ein Ansatz ein bisschen, ja.
Ich will es kein Weiß machen. Obwohl. Fällt mir schon sehr gut. Können wir machen. Plasma-Bar. Hintergrund, das müssen wir nehmen, wegen heimgesucht. Ein Augenblick eine Person oder ein Gegenstand des Bösen plagt. Deine Gedanken und ist ständig am Rand deines Blickfeldes zu sehen. Schwert oder Zauberer können nichts dagegen ausrichten. Trägst diese Erscheinung mit dir, wohin ein Abenteuer dich auch führt, oder vielleicht trägt sie dich. Fähigkeit Heilkunde und einschüchtern. Attribute. Das haben wir wegen dem Dark Urge Punkt verlangen. Das können wir hier noch ein bisschen umsetzen, aber wir haben vorhin das Ding, ist schon Intelligenz ein bisschen weniger. Jetzt lege ich noch eins auf Weisheit irgendwie hier. Intelligenz noch eins runter. Könnten wir machen. Geht nicht. Ja, ich glaube, bevor ich hier rumspiele, Charisma können wir aber gebrauchen. Nehme ich so. Zur Einführung spielen wir. Weil die Geschichte dieses Charakters an. Unbedingt. Wir brauchen erstmal noch einen Namen. Können wir später, wenn wir bei Ford fahren. Am ersten Mal hier. My rancid blood whispers to me, kill, kill, and kill again. My ruined body yearns to reap death in this world. And when this foul urge calls, it possesses my whole being. Injured beyond repair. I know nothing besides this. Must resist the dark urge, lest it consume my mind. I must discover who I was and what happened to me before my twitching knife hand writes a tragedy in blood. Ja. So, ich muss noch einen tollen Namen finden. Irgendwie nicht so. Das wird doch was. Dunkles Verlangen. Ich hätte nochmal daneben. Lang haben wir aber noch drin, oder? Gewinnter-Sturmklinger. Das klingt doch mit einem guten Namen. Na dann, auf ins Abenteuer. Gewinnter-Sturmklinger. Ach verdammt. Ich brauche noch einen Guardian, ich brauche noch einen Imperator. Nehmen wir noch einen Drow hier, das wäre doch.
Ein Heilbuch, das wäre doch. Das passt ja fast schon. Nehmen wir noch einen Zwerg. Ich habe gute Haare vor allem. Ja, gefällt mir. Und das Gesicht noch. Ich glaube, die braucht aber hier. Ne, komm. Wird ja unser gutes Gewissen in irgendeiner Weise werden. Mit dem Kato und so. So, mach mal so. Ahnen noch gar nicht, was auf sie zukommt.
ist aber nur die Cutscene, oder? Und hat man die schon? Ist Ewigkeiten her. Beim ersten Mal. Im zweiten Mal habe ich das geskippt. Sie ist beim Dark Watch. Verdunktes Verlangen. Wird einiges anders. Ich bin gespannt. The blood in your head thrums and pounds. Pounding blood obscures who you are. An overwhelming loss of memory. How you ended up amidst these hellish flames is just as hidden. You have nothing in your skull, besides your name and a headache. But you are in danger. Den Verfluchten, der dir das angetan hat, den Namen laut sagen, du hast einen Teil deines Selbst gefunden. Tief durchatmen, mit dem Kopf schütteln und von nochmal von vorne beginnen. The torturer behind this cruel prank will meet your malice when you get out of here. Killing. Now that sounds like your first good idea. Aha. Jetzt kommt die Dark Urge. My head. Wir machen das Unvermeidbare. Here we go again. Du musst das gar nicht erst dann draufhauen. Someone else got out. Let's see what this does. Might still be stuck inside if we hadn't been attacked. Angreifen. Everyone made it out alive. One day I'll catch a break. Tja. Noch brauchen wir keine Genesung. Schauen wir mal, wo es hier weitergeht. What's hiding here? Die hat doch bestimmt was Gutes bei sich. Ein bisschen Gold. Images of goblins, their habits and histories flash into your mind. Ein gutes Ziel. Gute Tarn war schon. Hier geht's runter. Oder hoch. Der ist in der Aktion. Ist zu freundlich, muss getötet werden. Quivers in expectation. You realize you're talking to an intellect devourer, a minion of the mind flayers who abducted you. Please. Muss sterben. Before they return. They return. Du Regal, Gedankenschöne töten, bevor sich den Verderbnis ausbreitet. Klingt, als hättet ihr Angst. Warum? Was wolltet ihr denn genau von mir? Mit der Axt draufgehauen. Aber
okay. Und du legst sie so eine Schande. Auf jeden können wir es nicht. Jetzt eine Brühe. Sollte man vielleicht nicht zu viel kaputt machen, dann sterbe ich hier noch, bevor es angefangen hat. Den Bogen haben wir noch nicht. Lass mal hier zurück und komm, den haben wir schon gelootet. Magnesium holen. Odd. I feel better. Das zerstören. Randale. A thousand years of humanoid history. Elves, dwarves, humans and more flash behind your eyes. Bücher brauchen wir nicht. Dann mal raus hier. Hier gibt es hier irgendwas, was wir übersehen. Nö, eigentlich nicht. Kommt, Lise. Abomination. This is your end. Your head throbs and your skin tingles. Visions rush past. A dragon's wing, a silver sword, and a flash of your face seen through the strange woman's eyes. Blesses me this day. Together, we might survive. Wieso denkt ihr, ich wäre ein Sklaven? Seid ihr, wir müssen herausfinden, wo wir sind. Was schlagt ihr vor? We carry mind flayer parasites. Unless we escape, unless we are cleansed, our bodies and minds will be tainted and twisted. Within days, we will be Geich, mind flayers. Wären zu Gedanken schon, dann wir müssen doch irgendwas tun. Wer seid ihr? Wir müssen herausfinden, wo wir sind. Was stand hier vor? Who am I? Your only chance of survival. We can do nothing until we escape. That must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. Okay. Denk, wir haben sie erstmal als Verbündete.
Erster Kampf. Make way. Das ist sehr schön. Sehr schön. Die ging wohl doch easy hin. Gar keine Schwierigkeit. Ganz leicht. Ein Beil? Nee, das brauchen wir nicht. Leichte Armbrust nehmen wir mal. Können wir noch ein bisschen Fernkampf machen. Das ist größer als wir. Not now. We must go to the helm. Ist schwer, keine Frage zu stellen, warum das wieder. Control over the ship. Or do you wish to die here? Time to press ahead. Toter Sklave. Nämlich Geld. Here we go. Er hat kaum Schaden genommen, aber. Okay. The ship won't be able to take another dragon attack. We need to get out before it's too late. Stich darüber. Ja, einen Heiltrank nehme ich. Der Ringmuskel. Dead, but he's totally unresponsive. You were one step from oblivion's stupor yourself, still wading through your empty skull to think a single thought. Schattenherz. Gutes Opfer. Ein bisschen gut. Das kann ich jetzt aus der Ferne tun. Eine Kiste. Needs a key. Oha. Damit können wir nicht töten. You've made a grave mistake. Schade. Dunkler Verstand, den müssen wir aufheben. A brain in a jar. Ich sehe das vielleicht irgendwann. Nehmen wir erstmal mit. Könnte noch was drin sein. Sie ist zu weit entfernt. Dann gehen wir mal näher ran.
beiden haben wir. Auf jeden Fall können wir brauchen. Wir haben keine Zeit für Struggler. Na, Bahn am Decke der Kapsel ziehen. This ship is crashing. Und der ist sehr gut geklappt. Do you intend to die for a stranger? Nicht auf Game aufreißen. Na toll. Es wäre es gewesen, wenn das jetzt was geworden wäre. Schade. Okay. Können wir hier. Don't bother. You're barely dented. Was ist mit mir los? The console appears dormant. Nothing. The console remains dormant. The mechanisms are completely unrecognizable at first. Then you spy an empty socket. Tja. Whatever fits in that socket must power this thing. Warum bin ich denn geschockt? Ich will mir Genesung. Das war unnötig. Schlüssel. Kommen Sie, wenn wir nicht brauchen. How many hosts of this gate infected? Dazed woman is trapped inside the pod. She doesn't notice you. Draufhauen. This might unlock those controls next to the pod. Ein Heiltrank. Zwei waren es, glaube ich. I hear something. Voices. I hear nothing of the sort. As you place your hand on the pod, you hear something. A presence connected to the pod, commanding the person inside to change. Ja, das kennen wir doch. Change her! I'll be damned if that's in store for us. The newborn mind flayer stares at you. We. Können wir was töten? Nicht wirklich, oder? Ist zu schnell. Whatever word. You are beautiful. Das wirst du bereuen.
Beautiful. Okay, Instinkt vor Stinger töten. Appears dormant. The console hums to life. But what is its purpose? Will it free the captive or transform her like that other unfortunate? Keine Kunde. Kunde. Let's up. Minus eins. Uha. Intelligenz sehr gut. Das Glow and organic lines of the device make it seem like a beating heart than a machine. This device is different from the one that caused the other captive to transform. Perhaps it will open the nearby pod. Suddenly you feel a hideous squirming in your head. A parasite. Then discomfort fades. And another sensation washes over you. Connection. Authority. End up ignoring. Ne 2. Gönne plus 1. You feel the biomechanical brain of the console process your command. And yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. I thought that damn thing was going to be my coffin. Thank you. Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with wariness, because you have a Gith with you. You keep dangerous company. Ich kann sie auch behalten. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Habt ihr gespürt, was ich gespürt habe? Wir waren im Geist des anderen. Also gut, gehen wir. Ich bin grün für Stunk-Dinge. Nein, ihr seid auf euch allein gestellt. Shadowheart. One moment. It's nothing. Trust me. Enough of this chatter. We need to get to the helm. Now. She's right. Mal schauen, ob wir sie töten. Wenn die Geschichte ist auserzählt mit ihr. Gegebenenfalls werde ich das im zweiten Mal noch machen, der noch nicht beendet ist zum Zeitpunkt. Diese Aufnahme. Already dead. Und noch ein bisschen Heilung, bevor es hier weitergeht. Hier ist glaube ich noch was, da waren wir noch nicht. Odd things. Wonder what plane they're from. So geht's.
Worauf warten wir noch? Rein hier. We're nearing the helm. Once inside, do as I say. Who put you in charge? I'll trust my own judgment. Kane Yank. Rein da. Auf den Kampf. Deal with the gate after we escape. Ich nehme das Schwert natürlich mit. We need to get out of here now. Ich stütze mich jetzt mal auf das hier. Kampfrausch. I'm fury. I am death. On the move. Das wird ein kurzer Prozess. Talk to me. Moving. Verdammt, dann wissen wir das mal noch nicht. Feuer, Feuer. So ist gut. Ich sprint mal oder springe hier rüber. Beides. One day I'll catch a break. Hinter ihm gelang. Time to strike. My path is true. Vielleicht ein bisschen aus dem Hintergrund angreifen. Kitscher-Treffer. Sehr schön. Verdammt. Fehlschläge. Ah. Das ist. Mist. Schattenherz geht dann halt schon mal hier vor. Du musst das wieder mit dem Ding machen. So wie ich das mein Karte gerne tun lassen würde. Könnten es auch die gegenseitig machen können. Ich kann halt nicht mehr reden. Toll, ein Fehlstart. So ein Dreck. Got to press on.
Komm, jetzt noch mehr Gegner. Hurry, before they strike. Mehr Gegner, hey. Sie können hier schon mal aufräumen. Schaut euch gegenseitig auf. Aus. Scheiße, jetzt haben wir ihn noch gegen uns. Sehr schön. Ich muss mal hier das Schwert an mich nehmen. Rüstung kann ich nicht wirklich gebrauchen. Großschwert zweihändig. Ich weiß nicht, ob das so das Richtige ist. Das war ähnlich schon mal beim Barbar richtig, aber können wir mal versuchen. 6 bis 19 Schaden. Ja, wer was? Kein Problem, Gegner. Oh, da kommen noch die Zweier. Die haben durchaus auch nichts. Die haben nichts an Waffen mit dabei, was wir brauchen könnten. Kein Loot. Mist, der hat mal springen können. Time to strike. Taking position. Need to stay focused. Ach nö, sie muss es wieder machen. Ich habe das meinen Charakter machen lassen. Und die hat in ihrer Runde nochmal. Swift as my feet can carry me. The Helm's alien transponder. You made it in time. Dann haben wir das Intro überlebt. Auf geht's ins Abenteuer.